Hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehrsimulator. Ich hau noch mal einen Stream raus und lade mal meinen Spielstand und schaue, was mich so heute alles an Einsätzen erwartet. Ich denke mal, wir werden wieder eine Menge Ölspuren fahren. Ja. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen. So, da bin ich wieder. Hier teile ich heute den Wechsellader Florian 6 zu. Solange nichts anderes ansteht, kannst du deinen Routinenaufgaben nachgehen und Übungen machen. Hauptsache, du sorgst immer für die Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges. Okay. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das wär's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Okay. Wir haben ja beim letzten Stream gesehen, dass es nicht eigentlich allzu gesund ist, ins Wasser zu laufen. Und ich wurde degradiert, deswegen habe ich Punkte jetzt bloß noch 100. Ja. Wir werden sehen. Also. Ja, hier sind die schönen Fahrzeuge. Mit dem Fahrzeug hier habe ich angefangen. Es sieht aus wie ein Dreckschwein. Naja. Muss ich mich nicht drum kümmern heute. Das Fahrzeug habe ich heute nicht im Einsatz. Wie gesagt, ich bin halt, hab halt den Wechsellader wieder in der Mangel. Gucken, ob hier alles funktioniert. Ja, Warnblinkanlage, Licht. Es ist alles fit. Vorsicht. Und ein Einsatz. Und eine Ölspur. Und da schaut mir schon wieder jemand zu. Ich begrüße den netten Zuschauer. Hier geht es um Leben und Tod. Die Fahrzeugsteuerung ist auch sehr schwammig. Und wir schauen mal, wo ist jetzt hier. Ja, den Zaun anmachen, damit auch alle wissen, dass ich da bin. So, und dann machen wir mal hier. Mal vergessen, die Warnblinkanlage einzuschalten. Damit auch die Straße ordentlich gesichert ist. Wir werden das, denke ich mal, jetzt erstmal
Sack Katzenstreu holen. Zack. Oha. Ich hoffe nicht, dass mein. Naja. So, Erdölbindemittel. Katzenstreu mal hier rauf kippen. Sehr schön, jetzt. Also ich finde, der Blinker ist ganz schön laut. Ja, den hört man ja bis. Wenn ich da hinten laufen würde, würde ich den noch hören. So. Und wie immer, schöne Kehren, Kehren, Kehren. Alles wegkehren. Den ganzen Ölfleck aufkehren. Du hast den Ölfleck entfernt. Das ist doch wunderbar. Können wir ja hier. Hoppeldi hopp. Was war hier? Ah, hier kann ich auch einsteigen. Also, schauen wir mal wieder zu und melden den Einsatz ab. Karre sieht dreckig aus. Ich glaube, da wären wir mal. So, jetzt kann das Martins Erstblaulicht auch ausgemacht werden. Und dann können wir wieder zurück zur Wache fahren. Er schneidet die Kurve. Was ist denn das für ein komisches Fahrzeug gewesen? Dreiviertel vollen Tank haben. Werden wir mal die Tankstelle besuchen. Und tanken, aber irgendwie. So. 13:16 Uhr tanken und eine Bockwurst holen, ne? Oh, schöne Bockwurst holen hier. Okay. Gibt doch keine Bockwurst für Fabi. Ah ja, gut, okay, dann nehmen wir nochmal. Kommt jetzt hier noch was oder? Na, können wir die Karre sauber machen. Das Gute ist, es ist jetzt schon gleich 14 Uhr. Wir haben gleich. Wenn wir mit Blaulicht fahren, dürfen wir ein bisschen schneller fahren. Das ist Gesetz und von der Feuerwehr. So. Ziehen wir mal einen Drift hier, steigen wir mal aus und machen mal hier das Tor auf. Denn wir wollen ja, dass das Fahrzeug in einem guten Zustand bleibt. Juri, geh da weg. Mache dich. Ich habe ja vorher mal was probiert. Ich kann den auch hier draußen hinstellen. Den draußen waschen. Und ein Einsatz. Vom Reiterhof wurde ein Alarm ausgemeldet. Hier ist Öl ausgelaufen. Na klar, dann fahren wir doch mal da ganz schnell hin. Also der eine Zuschauer, ja, wirklich, ich muss sagen, du bist sehr, sehr hart im Nehmen. Sich sowas denn schon fast die ganze Zeit reinzuziehen. Das ist echt der Hammer.
Oh Gott, da habe ich die Kurve schlecht genommen. Zum Glück ist es jetzt hell. Wir sehen alles, ja. Nicht so wie vorhin, aber das ist ja nachts die Ölspur bewältigt, den Ölfleck, wie auch immer. Und da. Schauen, wo wir hier den Ölfleck haben. Zur Lageerkundung vor. In der Zeit kann ja schon mal hier. Ach, hey, beim Traktor ist Öl ausgelaufen. Naja, das ist nicht gerade gut. So, mach schneller hier. Wir brauchen das Katzenstreu. Aber dazu ist ja die Feuerwehr da. Und hier haben wir halt Katzenstreu und rennen zum Ölfleck. Schneller, schneller, schneller. So, hingekippt, hingeschüttet. So, reicht das schon hier? Zack. So, kriegt man hier noch ein bisschen hin. Hier, zack, das haben wir toll gemacht. Nehmen wir uns den Besen, 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 Besen und wir schieben den Sand weg. Lalalala. Das macht wirklich Spaß. Taritaritara. Das hast du prima gemacht. Prima, 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 in prima, bla bla bla. Und weg den Besen und zu. Ja. Jetzt kann der Bauer wieder das Öl nachfüllen. Machen wir mal hier wieder aus. Blaulicht. Das brauche ich keine Tante. Jetzt wollten wir gerade so schön unser Auto waschen. Kommt man ja nicht dazu. Bei so viel Action. Och Mensch, warum muss ich denn immer gähnen, wenn ich streame, ey? Das ist zurück zur Wache fahren. Oh, zwei Zuschauer, hallo. Ich begrüße euch. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Ja. Das Kraftfahrzeug zu waschen. Düsen mit Höchstgeschwindigkeit. Natürlich mit Blaulicht. Mal Warnblinkanlage haben wir. Die anderen Leute warnen vor uns. Ja. Und da ist doch schon wieder die Berufsfeuerwehr. Boah, wie die bremst. So. Es ist gleich 19 Uhr, 20 Uhr. Wir werden hier mal das Auto sauber machen. Und uns auf den nächsten Einsatz vorbereiten.
Oh, mein Controller ist fast leer. Das ist nicht schön. Ich hoffe, wir bekommen also einen richtig schönen ABC-Einsatz. Mal gucken, hier, was hier los ist, ne? Was man hier eigentlich machen kann mit dem Auto. So, mal schön die Karre sauber machen. Damit die Leute auch. Karre wieder hübsch, fein und sauber. Und ich bin mal ganz kurz raus, mal kurz. Ist hier ein Ölfleck? Ach nein, das ist ein Gullydeckel. Ich bin mal kurz raus, den Controller wechseln.
Oh, ich hatte vergessen, mich wieder laut zu machen. Jetzt bin ich ganz wieder für euch da. Ey, wirklich, das ist sehr interessant, ja. 2 Uhr der Nacht. Auf der Wache in Brunsdorf. Bestimmt noch toller aus, wenn es. Wenn das Licht aus ist. Mal gucken wir uns das mal an. Ist das nicht eine tolle Grafik? High-End-Grafik auf jeden Fall. Also es ist schon toll gemacht. Ich will mit der Drehleiter fahren. Aber es geht nicht, ich komme noch nicht rein. Ja, mit der rausfahren. Ja, Leute, und bei euch so. Könnt ihr über die Kommentare mal ein bisschen quatschen. Mir ist echt gerade so ein bisschen, ne? Gerade echt so ein bisschen. Ja, was macht man jetzt? Aber wir können ja mal. Können wir das Spiel nicht speichern? Wenn ich Spiel beenden würde ich nicht. Und ein Einsatz. Ein Castortransport. Vom Hafen zum Atomkraftwerk stattfinden. Du bist als Begleitung für den Transport eingeteilt. Begib dich an das Ende bla bla und begleite den Transport zum Zielort. Na, das ist doch mal was Interessantes. Da geht doch die Post ab. Heidewitzka, Herr Kapitän. Dann werden wir das mal tun. Hierfür brauchen wir keine Martinshorn. Aber das Blaulicht bleibt mal lieber an, weil genau deswegen. Jetzt kommen hier ständig so eine komischen Leute entgegen. Schau mal kurz auf die Karte. Okay, dann fahren wir so lang. Und auch der letzte ist gegangen. Ich kann es verstehen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. So, naja, gut, dann werden wir mal hier den Kastortransport erledigen. 17:42 Uhr ist das schon. Ich muss auch gleich los. Ich mache den Kastortransport hier noch fertig und dann werde ich den Stream beenden. Und natürlich sind die genau falsch rum. Werde ich immer umdrehen. Mich an das Ende des Castortransports begeben. Folge dem Polizeitransporter und begleite den Castortransport bis zu seinem Bestimmungsort. Achte darauf, dass du dich nicht so weit vom Konvoi entfernst. Und der Konvoi setzt sich in Bewegung. Die Polizei regelt hier die Straßen ab. Natürlich ist ja auch wichtig, ne? Was ist denn jetzt hier passiert? Nein.
So, da bin ich wieder. Ich habe hier gerade irgendwie was Falsches gedrückt. Das war gar nicht meine Absicht. So. Es hat hier einen Unfall gegeben. Ein Unfall. Okay, wir müssen schauen. Jetzt geht's hier um Leben und Tod. Oha, Leute. Jetzt wird es hier wirklich sehr interessant. Zur Sicherheit natürlich das Atemschutzgerät. Wir müssen gucken, ob hier Radioaktivität austritt. Aber es scheint so, als wenn hier alles in Ordnung ist, er schnauft wie ein Walross. Trotz des Zwischenfalls hast du sichergestellt, dass es zu keinem Schaden für Mensch oder Umwelt gekommen ist. Du hast die Aufgabe gut gemacht. Du kannst jetzt wieder zur Wache zurückfahren. Bitte melde den Einsatz jetzt ab. Okay. Und dafür haben wir glatte 500 Punkte bekommen. Und sind somit auf 800 Punkte. Es ist 8 Uhr, deine Schicht ist zu Ende, erhole dich etwas. Sehr schön. Wir werden das Spiel gleich mal speichern, nicht? Ah. So, na dann, Leute, ich bedanke mich. Ich muss jetzt noch was los. Ich muss jetzt nochmal los. Vielleicht die Nacht komme ich nochmal online. Und werde dann vielleicht noch einen Stream reinhauen von Firefighters, also Simulation. Macht's gut, Leute, bis dann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel für euch zu streamen. Bis dann, tschüss.